Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Farmers Life. So, wir sind immer noch im Schwaden. Oh, ein Reh, ein Reh. Wie gesagt, das werden wir pressen. Und machen wir dann zu Silage. Den Baum muss noch vorbei hier. Ein Brunnen da unten. Und abgefiescher. So, und heimwärts geht's. Erledigt. Das ging ja ratzfatz, ne? Macht schon was aus, wenn man ein bisschen schlagkräftigere Maschinen hat. Aber wie gesagt, ich muss mir noch ein neues Frontmäher kaufen. Wenn ich Front und meine Seiten, das ging auch schon. Ich muss unbedingt ein Butterfly haben. Ich bin Anfang zumindest im Frontmähwerk. Das muss schon sein. Ich glaube, das brauche ich als nächstes. Jetzt habe ich ja schon mal meine Grube da für zu waschen. Das ist schon mal alles safe. Da kann nichts mehr passieren. Wächst denn hier nichts? Ist auf mein Acker oder was? Wenn nicht. Ach nee, von Ackerbau. Aha. Ist noch nichts passiert hier mit Anpflanzen und so. Naja. Egal. Nicht mein Problem. Und das hier? Das ist meine Sorgenhülse. Oh, 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 abmachen. Schnell, schnell, schnell. Hab ich ganz vergessen. Fuck! Nee, da ist der Weg. Sorgenhülse. Oh, Mann. Jetzt aber fix. Du, 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 du.
Ja, hallo? Ja, von Ackerbau hier nochmal. Ach, Herr Ackerbau, Servus. Du Ja. hast ja gesagt, du hast ja hier die Befugnis, LKW zu fahren, Ich ne? habe den großen LKW-Schein, jawohl. Ja, Ich weiß gar wir nicht genau, müssten warum eine denn Aktion eigentlich? machen. Ich würde mal fixe mal eben einmal zu Ihnen kommen mit dem Auto. Du müsstest LKW fahren. Für mich. Ja, kein Problem. Wenn Sie einen LKW haben. Ja. Wir können uns einen vom Bauamt ausleihen. Oder sollen wir uns an der Baugrube treffen? Dann können wir von dort aus direkt losstarten. Können wir auch, ja, kein Problem. Ich komme zur Baugrube. Ja, komm mal hin da und dann fahren wir von dort aus dann zum Händler rüber. Alles klar. Okay. Jo. Bis gleich In mal. die Baugrube, jetzt in die Dings, ne? Ja, genau. In die Baugrube unten hin, Ja. wo die Maschinen stehen. Da Ja, treffen wir uns. okay, ich bin auf dem Weg. Alles klar. Ich denke, er wird dann mit der Baugruppe mit dem abgesprochen haben, weil da ist ja kompletter die Ärger haben wir mit der Polizei. Ist er mir auch nicht weit, ne? So, wo möchte ich jetzt hier hin? Die haben doch von mir etwas Grund abgenommen. Runter, ne? Ne? Ja, unten muss ich einfach reingehen, oder? Biogasanlage, genau. Da geht's dann an die zu. Da rein oder wie war das? Ups. Hier geht's rum. Oh, wir sind hier die Einfahrt zum Bauhof. Ach hier. Schrank ist offen, okay. Boah. Anfang gucken wir mal hier runter. Ist das ein Loch hier, wa? Wahnsinn. Hoho, wenn du hier abhebst, dann herzlichen Glückwunsch. Schon mal seine Karre. Och, da sind sie ja. Servus. Ah, da sind sie ja. Ja, was für ein LKW brauchen wir denn? Komm mal mit hier vorne. Er hat mir den Schlüssel habe ich gerade schon abgeholt hier Mit vorne. den Gelben dürfen nämlich nicht im Straßenverkehr teilnehmen, ohne weiteres, ne? Ja, so groß ist das Gerät nicht. Hier, diesen MAN hier, ne? Ja. Und dann, oh, Pfosten. Dann sollen wir diese Pritsche hier nehmen und dann können wir damit mein Gefährt Ach holen. so, deinen Lader holen. Okay, dann Ja, gib mal den genau. Schlüssel her. Ja, hier, bitteschön. Dankeschön. Dann Ja, ist ja schauen wir gut, mal. dass du LKW fahren darfst. Jo, sogar Road Trains. Frage, was ist das? Hallo, vorwärts fahren, nicht Ja, die Lader kaputt machen. da sind mehrere Anhänger da dran Ach so. im Road Train. Ach so, Straßenzug. Ja, Ja, ich hab genau. das falsch verstanden. Road Train. Bist du sicher, dass du LKW fahren kannst? Ja, die Steuerung muss noch ein bisschen gemacht werden hier. Moment. Okay. Wie haben wir denn hier die? So. Das ist er. Da ist jeder LKW anders, hat jeder seinen eigenen Chrom. Ja. Ich fahr mal mit, ne? Ja. Am besten. Ja, dann. So, und jetzt, wo fahren wir hin? Zum Händler müssen wir. Zum Händler, also Sven.
Auf deinen Hof, ja, genau. Oder unten beim Verkauf? Beim Verkaufsbude, da ist ja die Entladestation vom Zug. Da haben die das abgeladen alle und dahingestellt. Ach so. Ja, ich hab den noch nicht gesehen, Sven, heute. Keine Ahnung. Gestern auch nicht. Weißt du, wo der ist? Keine Ahnung. Lass ihn doch auch mal Urlaub haben. Nee, der hat ja auch jede Menge Ackerflächen. Keine Ahnung, wo er wohnt. Ja, weiß ich, was er macht. Ist ja egal, wenn er mal ab und zu mal da ist, reitet ja. Aber er kann eben nicht runterfallen hier. Nein, nein, das ist schon sehr eng hier, ne? Die haben wohl ein Loch hier. Und? Ah, es geht tief runter da. Die haben wohl ein Loch hier gegraben, mein lieber Mann. Uiuiuiui. Komm mal nicht rum. Was ist los? Müssen wir zurück. Aber der kommt doch mit seinem Tieflader hier rum. Kannst nicht fahren, oder was? Nee, nee. Der wird doch zurücksetzen müssen. Der kommt denn da drum mit einmal. Das kann nicht sein. Dann müssen sie die Ecke nochmal wegspringen da. So. Ich war noch nie hier bei der Baugrube. Ja, ich bin auch heute das erste Mal zweite Mal mit dem Auto runtergefahren. Erste Mal bei der Besichtigung. Wo war ich denn bei der Besichtigung? Natürlich, du hast mich da vollgesübbelt, ich soll dir die Wurst hier, wolltest du dich abschmieren bei mir. Ja, weil du Schnupfen hattest. Das war doch hier unsere Vatertagstour oder was? Nee, davor, wo wir Mitglieder hier Bürgertreffen hier hatten oder was weiß ich, da wo wir doch Polizei und so geguckt haben. Das ist schon zu lange her, weiß ich nicht mehr. Das ist schon ein paar Monate her, du. Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber du weißt schon, wo es zum Händler geht, ne? Ja. Hier ruf, ne? Ja gut. Ich wollte nur fragen. Die Leute immer auf der Gas. Natürlich ist er mein Chef, da will ich wohl wissen, wo es hingeht. Achso, ja, da war ja was. Genau. Aber ich bin jetzt nur noch für LKW-Fahren zuständig. Er hat ja noch einen eingestellt. Viele laufende Geschäfte. Ja, den habe ich noch gar nicht wirklich wahrgenommen. Nein, der war doch auch unser Vater auf der Tür dabei. Ach, der ist das? Aber der scheint Ach, der. Sehr still zu sein, ja. Ja, ja, okay. Nee, wusste ich gar nicht. Ist das der Kumpane vom Sven? Das ist der, ja, soviel ich weiß, ist das der Neuzugang, ja. Okay, okay. Aber ich habe mit ihm, ich weiß nur, dass er einen neuen hat und er hat mir gedacht, er bräuchte mich nur noch für. Ach, hier, das kleine Teil hier oder was? Oh Gott. Ja, ja, genau. Setz mal die Mulde ab, dann fahrt ihr gleich da rein. Ja. So, bleiben wir stehen? Jo. Nicht, dass ich mir meine Füße breche. So, bis gleich. Ja. Wunderbar, so. Nee, die brauchen wir nicht, ne? Stopp, zurück. Bist du dir sicher, dass du die Steuerung kennst? Eigentlich schon, ja. Aber warum macht die Britsche jetzt nicht auf? Ich wollte gerade sagen, du musst hier Hydraulikzylinder bedienen hinten. Die will nicht aufgehen. Spanngurte. Nee, kann ich dir auch nicht sagen. Gibt es da irgendwie hier so eine Taste mit so einem X drauf? Das funktioniert nicht, da geht der Kran hoch. Ja, oben, guck mal, du musst da oben in dem Display da oben das G drücken. Ja, ja. Dass du hinten die Pritsche ausgewählt hast. Und dann musst du da die X drücken. Ja, da guck mal, die kannst du nicht auswählen. Probier mal. Ja, warte, ich komm mal eben rum. Ich kann die Pritsche nicht auswählen. Warum geht das denn nicht hier? Es muss eine andere Taste sein von denen oben. Jetzt hast du eine, ja. Was war das? Ja, das ist aber das ist links, warte. Das ist, Moment, ich muss den wieder hochmachen. Und hier, das ist die Seite. Ja, welche hast du denn genommen jetzt? Und warte, ich muss gucken. Oder beide? Nee. Moment. Nein, immer noch die. Aber du kannst ja auch links drauf fahren. Mach links und rechts auf, da fährst du drauf. Ups. Ja, der ist ja so klein, das geht ja. Das kriegen wir ja hin. Mach links und rechts auf, da kriegst du ja drauf gefahren hier, den ganzen Scheiß. Oh, sag mal, wann der unten auf den Boden angekommen ist. So ist gut, ne? So ist gut. Ja, ein bisschen runter noch. Nee, noch nicht. So, ne? Da haben wir eine Rampe jetzt, ne? Ja, ja, reicht so kann's gehen, ja. Genau. Was für ein Taste hast du jetzt benutzt, für die rauf zu machen hier? Hier, den kleinen Joystick, der da war. Ah, okay. Musstest du bedienen. Achso, den machen wir, glaube ich, am besten. Ne, vorne. Lass besten, den dran, ne? Lass den dran, Leinfall. Lass den dran. Ja, aber ich habe doch noch so ein Ding. Ich muss auch einen abbauen. Oh. Ja, dann bauen vorne hin.
Ja, guck mal, komm mal da hoch. So. Dann kriegen wir doch aufgeladen. Halt schon mal fest. Oh. Kleine Macke reingefahren beim Händler. Wo am Auto? Ja, hinten leicht angeblitzt. Aber das ist ja Plastik, das geht ja wieder zurück. Oh Mann, die Karte ist so dreckig wie ein Sau. Meinst du, die Macke sieht man unterm Dreck nicht? Nee. Na, ich muss nochmal vor zu früh fahren hier, damit ich dann dahin komme, wo ich hin will. Ja, nur ein bisschen seitlich, dann passt. Ah, meinst du einseitig, schaffst du? Was? Ah, kriegst du hin. Ein bisschen einseitig stehe, ist egal. Ja, egal. Gut, dann mach ich den mal so, ne? Ja. Mach mal fest. Achso, Moment, Moment. Aber den linken Joystick musst du ziehen, ne? Hier, das Mäuschen da vorne, das musst du drücken, die linke. Ich krieg's nicht gedrückt. Warum hängt der jetzt so schief? Ja, weil du die Klappe bedient hast, aber in der verkehrten Richtung. Achso, okay. Ziehen musst du. Achso, alles klar. Ja, okay. So. Okay, hast du fest? Ja, fest habe ich schon. Ich muss jetzt eben einsteigen. Warte, so jetzt. Mann. Mit dir arbeiten hier, ne? Achso, mein Gehalt. 5000. Ja, erstmal liefern. Nee, 5000 ab, vor der Abfahrt, sonst gibt's nachher nichts. Erstmal fahren. Nee, fahr mal. Erst 5000, dann fahr mal. Funktioniert nicht, ich hab hier kein WLAN. Oh weh, das funktioniert. Weh, die Kohle kommt nicht. Dann ist hier was los. Und du hast ja mit dem Bauamt abgesprochen hier. Wenn ich nachher eine Anzeige kriege, ich wäre hier mit dem LKW gefahren, ohne Zulassung. Du bist da eingebrochen, habe ich gehört. Ja, von wegen. Ich habe auch gehört, dass du hier mit dem Morgenstern hier da Diskussionen hast, dass du das warst. Das stimmt oder überhaupt das nicht. Ich weiß nicht, was der für ein Zeug labert. Wo müssen wir jetzt zu deinem Hof? Ja, links. Ich habe nichts mit der Polizei. Ich habe von dir ein Autogramm abgeholt. Ein Autogramm? Ja. Aha. Ja, vom Polizist. Er war bei mir auf dem Hof, da habe ich ihn wieder angesprochen auf sein Autogramm. Hat er gesagt, ja, er hat es nicht dabei. Aber sobald er es dabei hat, meldet er sich. Jetzt rechts oder was? Ja, ne? Oder? Ja, ganz. Ja, nee, fahr geradeaus weiter. Du musst ja auf dem Hof, da kommst du ja vorne rum nicht rein. Genau, und dann hat er gesagt, er meldet sich, sobald er das dabei hätte. Und dann hat er angerufen, sagt, er wäre beim Morgenstern in der Ecke unten. Wenn ich Zeit hätte, könnte ich ein Autogramm abholen. Oh, da bin ich hingefahren. Ja, und was ist da mit dem illegalen Spielen und so? Ich weiß ja nicht, warum es ging. Was wie illegales Spielen. Er hat mir nur gesagt, ich hätte ihn angeschissen. Ich weiß gar nicht, wo. Womit? Ich weiß gar nicht. Ja, deswegen sage ich ja, illegales Spielgerät hat er ja gehabt. Hat er mir erzählt. Ja, das hat er mir nicht erzählt. Davon weiß ich nichts. Ja, würde ich auch mal sagen. Nee. Rechts übrigens. Ohne Scheiß, ich weiß davon nichts. Er hat mich angeschnauzt. Ja, ich sag, Moment, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe, ja, ich wäre da in seiner Ecke gewesen. Sag ich, ja, der Polizist stand da und hat gesagt, wenn ich noch die Autogrammkarte will, er hätte jetzt zu tun da in der Ecke, dann würde ich da hinkommen, die abholen. Dann bin ich hingefahren, abholen, das war's. Und mehr habe ich nicht gemacht. Mehr war da nicht. Ich habe auch keinen. Wo ist das Glücksspiel denn? War der in der Halle da oder was? Ja, ist schon weggestellt worden. Das war an seinem Verkaufshütchen. Da oben hat er das gehabt. Okay. Da hat er so einen Spielautomaten aufgestellt gehabt. Aber. Alt! Wo willst du hin? Ja, halt. Wo ist denn zum Morgenstern? Da ist doch meine Einfahrt. Bist du jetzt vorbeigeschüttelt? Wie denn Einfahrt? Oh. Wo ist die denn? Ja, erstmal umdrehen hier. Du kannst auch nicht auf der Straße drehen, das funktioniert natürlich nicht bei dir, oder? Das siehst du doch, Allrad, das geht alles. Natürlich. Na, okay. Ich hab extra den Lift. Ja, jetzt hinterm Busch links, gell, da im eingezäunten Straßenbereich reinfahren hier. Ach, hier? Ja, sieh ja hier. Ach so, hier waren wir damit das Auftür auch, stimmt, ja. Ja. Und jetzt diesen Weg kannst du jetzt nur noch folgen oder rückwärts wieder raus. Nee, ich folge. Genau, das war doch die steuerbezahlte Einfahrt hier. Ja, nicht ganz. Also teilbelastet, ne? Also ich muss auch was bezahlen. Rechnung kommt noch, hat er zumindest gesagt. Die hast du jetzt ja empfangen, ne? Ja, gleich. Während der Fahrt funktioniert das nicht. Nee, alles gut. Und außerdem muss ich gucken, dass hier nichts kaputt fährst. Nee, alles gut. Naja, alles gut. So.
So viel kenne ich mich aus hier. Alter, hier sind die dicken Bäume aber dicht. Ich weiß nicht, die Breite bemessen, die ist hier mal so. Ja, keine Ahnung, Bauamt. Ja. Die haben meinen Drescher genommen, damit ich durchkomme und dann passt das alles, sagt er. Ja. So, ich, da reicht schon hier, hier kannst du auch meine erste Runde fahren oder nicht. Ich drehe jetzt hier und dann ist gut. Und wir, du setzt das jetzt mit dem Kran ab. Bitte so. Absetzen, die Mulde. Danke. Erst Kasse. Ja, gleich. Lad erstmal ab hier. Nix abladen, hier wird erst Kasse gemacht, dann wird abgeladen. Abladen. Erst Kasse, dann abladen. Ah, jetzt wieder erst die Kohle hier, ey, seh zu. Aber da das jetzt hier über den Dings läuft, eigentlich müsstest du, wenn der Auftrag kriegst, ja so nicht, das ist ja nicht dein Auftrag. Nee. Muss ich ein bisschen weniger machen, auf jeden Fall. Ne? Also fünf Tacken, fünf Scheine. Ja, fünf Scheine kannst du kriegen, ne? Richtig. Kriegen wir hin. Ja, hab ich ja gesagt. Mein Gehalt sind fünf Scheine, was ich mit dem Bauamt mache, ist mir egal. Ja, ich krieg fünf Tacken für meine Zeit jetzt. So, bitteschön. Nee, da fehlt noch eine Null. Na, fünf Scheine. Hallo, komm, ab. 5.000 habe ich gesagt. Beim Händler habe ich gesagt, 5.000. Und fünf Scheine sind bei mir kein Hunderter. So, das ist die Anzahlung. Seh zu, dass du das Ding hier runterkriegst jetzt und dann kriegst du den Rest. Nee, ich habe gesagt. Sonst fährst du ja gleich wieder ab. Hier wird erst bezahlt, dann wird abgeladen. Ja, die Anzahlung hast du. Absetzen. Nee, und dann, nee, dann sagst du nachher, gibt es kein Kohle, nix da. Hier wird jetzt bezahlt. Hallo, ich bin ein von uns zu und hast du nicht gesehen. Ja, genau deshalb. Von Ackerbau, den kennt ihr kein Schwein. Ich hab genug Kohle. Ja, das nützt mir ja nichts, wenn du die hast. Ich hab's auch nicht. Ich lade schon ab, keine Bange. Ja, dann mach auch. Aber ich will die Kohle haben zuerst. Oh, Junge. Erst mach ab doch Kohle, erst mal, dann abladen. Mann, du bist doch auch hier. Richtig. Genau. Mann. Ja, das sind hier die schlechten Erfahrungen. So. Das fehlt immer noch ein bisschen was, ne? Wie viel fehlt denn jetzt? Ich hab so schlechte Mathematik hier. Ja, da fehlt immer noch ein Schein. Ein großer. Einer noch? Okay. Okay. Einer geht noch. Einer geht noch, jawohl. Jetzt kommen wir nicht mit einem Euro. Nein. So stehen wir morgen noch hier. So sieht's gut aus, siehst du? Und schon läuft der Hase wieder. Und schon läuft der Hase wieder. Siehst du, geht doch. Und dann ist das Problem. Hallo, was ist los? Hallo! Aber ich muss ein bisschen vorziehen. Warum hilfst du? Warte, ich muss ein bisschen vorziehen. Mann, ey. Ich dachte, du hättest einen LKW-Führerschein. Mach die Rampe hier los. Ja, genau. Weiter. Läuft. Und wie weit noch? Noch ein bisschen. Noch mehr. Oh, nein, nicht wieder hoch. Ja, Moment. Kommst du mit der Steuerung nicht klar oder was? Gut, ja, reicht. Ja. Gut, losmachen. Ich komm. Hast du hier los? Nee. Oh, warte. Mach doch mal los hier. Moment, langsam. So. Oh, vorne auch noch. Der ist los. Du hast die Zink noch mitgemacht. Moment. So. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Mann. Perfekt. Guck mal, ich habe ein schönes Regal hier, ne? Da kann ich dann den Shit hier sofort reinräumen. Ich habe auch so ein Regal, ja. Aber er hat es gut hier hingebaut, ne? Jo. Geht das Tor auch noch auf hier, ja? Natürlich, das geht da hinterher. Was ist das denn hier drin alles? Ist das denn hier trocken? Ja, meine Heuballen. Ist das Getreide trocken oder was ist das hier? Ja, drin? Nee, aber das ist so unreparatabel, das kann ich nicht reparieren, das funktioniert nicht. Die Heutrocknung oder was? Ja, funktioniert nicht. Hat auch hier das Lager und so, weißt du, funktioniert alles nicht. Wie Lager? Hä? Ja, das ist ja ein Silo eigentlich hier. Ja, ja. Nicht nur Heutrocknung, das ist ein ganz normales Silo, das ist alles so kaputt. Aber Lose. Das reparieren. Funktioniert gar nichts hier. Ach, das, Lose? Das ganze Fördersysteme, alles im Arsch. Die Silos im Arsch, da läuft die Scheiße hier so raus, da hinten siehst du nicht die großen Löcher alle drin. Ja, okay. Ja, das alles kaputt hier. Ach, ich dachte, das wäre alles neu hier. Nein. Das ist ja ein alter Hof. Ach so, ja, das muss. Na gut. Ich war noch nie. So. Ja, gut. Muss man später wiederkommen. So, bringst du schön wieder brav zurück. Ich komme später hinterher, ne? Ich komme dann zu Fuß. Soll ich die Britsche wieder abbauen da oder wie ist das? Ja, kannst du auch drauf lassen. Lass mal ruhig drauf. Was hast du denn mit ihm ausgemacht? Ich weiß ja nicht. Nö, einfach nur nutzen und wieder hinfahren. Okay, alles klar. Ne? Jo, okay. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ja, ciao. So.
Aber gut, meine lieben Freunde, wie es da weitergeht, in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, ein Abonnenträumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt im Discord vorbei. Und denkt dran, beim Dakapo vorbeizuschauen und beim Zockerbrussen. Und wenn ihr beides mitmachen wollt, dann kommt in den Discord vom Zockerbrussen. Bei dem Projekt oder bei anderen, wie ihr wollt. Und auf jeden Fall am besten ein PC. Ne? So. Und dann schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Lasst gerne einen Kommentar da. Und den Rest kennt ihr schon. Ne? Bis dann. Haut rein. Tschüss.